Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kalis Kokomut. Bei dem Wetter, langsam wird es herbstlich, bisschen kühl da draußen, ist ein richtig leckerer One-Pot mal wieder angesagt. Ich mache heute einen Lachsspinat-Nudeltopf im Dutch-Ofen. Wie das geht und was ich verwende, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigt ihr, kommen wir weiter ran. Hierfür verwende ich heute Lachsfilet, Lasagneplatten, Blattspinat, eine Bio-Zitrone, Milch, Gemüsefond, Sahne, eine Frühlingszwiebel, Schnittlauch, an Gewürzen haben wir heute Muskat, Meersalz und Pfeffer. Und wie immer, alle Zutaten kommen in die Videobeschreibung und los geht's. Habt ihr eigentlich meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal bitte. Unten die Glocke an, dann werdet ihr jeden Mittwoch und jeden Freitag 18 Uhr informiert, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Damit unterstützt ihr mich, damit stärkt ihr den Kanal. Es kostet euch überhaupt nichts. Und Dankeschön. Wir beginnen jetzt wieder zuerst mit der Schnippelarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt. Die Lasagneplatten sind ein bisschen feucht. Ich habe sie schon mal eingeweicht, damit ich sie jetzt gleich besser bearbeiten kann. Und los geht's. Wir nehmen uns die erste Lasagneplatte, schneiden uns ungefähr 2 cm dicke Streifen. Ich hatte sie jetzt 10 Minuten eingeweicht im lauwarmen Wasser. Normalerweise würden sie jetzt brechen, möchte ich aber nicht. Bei glutenfreien Nudeln gibt es keine Riesenauswahl. Deswegen mache ich es heute mal so, um mal ein bisschen Abwechslung ins Essen reinzuholen. Jetzt kommen wir zur Lauchzwiebel. Da schneiden wir uns das hintere Ende ab. Schälen uns die erste Schicht runter. Und schneiden uns kleine Ringe runter. Versucht die Ringe gleich dick zu schneiden. Jetzt nehmen wir uns den Schnittlauch und den schneiden wir uns auch einmal klein. Auch hier versucht gleich dick zu schneiden oder gleich lange Stücken abzuschneiden. Den Schnittlauch geben wir jetzt mit zu den Frühlingszwiebeln dazu. Stellen es nochmal beiseite. In der Zeit, wie jetzt die Kohlen durchglühen, nehmen wir uns Lachsfilet, schneiden uns da 1 cm dicke Streifen runter. Wir schneiden bis auf die Haut. Jetzt trennen wir die Filetstücken von der Haut. Das geht ganz einfach mit der Hand. Einfach mit dem Daumen hier runtergehen und dann vorsichtig ziehen. So einfach geht das. Jetzt, wo wir uns den Lachs von der Haut getrennt haben, schneiden wir einfach noch mal in kleine Würfel. Jeder Filetstreifen hat eine etwas andere Breite, weil der ja verschieden hoch war. Die müssen also nicht gleich aussehen. Wenn wir hier ein etwas breiteres Filetstück haben, können wir das nochmal in der Länge durchschneiden. Und dann schneiden wir uns hier auch die Würfel runter. Jetzt, wo wir damit fertig sind, geben wir das auch erstmal in eine gereinigte Schale. Jetzt bin ich fertig mit den Vorbereitungen und dann sehen wir uns im Dutch-Ofen wieder. Jetzt euch den Dutch-Ofen richtig gut vor. Ich benutze heute wieder von Barbecue Toro den Do 45P. Wir geben jetzt mal die Gemüsebrühe rein. Dazu direkt die Gewürze. Die Sahne. Und die Milch mit dazu. Jetzt geben wir direkt den Lachs mit rein. Verrühren das alles mal ordentlich. Der Deckel ist jetzt drauf, Temperatur nur von unten. Wir geben dem Ganzen jetzt mal 5 Minuten, dass das anfangen kann zu kochen, dass der Lachs schon mal ein bisschen Temperatur zieht und dann geht's weiter. Jetzt, wo das Ganze 5 Minuten kocht, geben wir auch die Nudeln mit rein. Heben das alles unter.
jetzt wo das Ganze kocht, nehmen wir uns die Bio-Zitrone, reiben uns die einmal hin und her mit viel Druck, schneiden die auf, pressen uns den Saft mit in den Dutch-Ofen rein. Rühren das alles gut um. Wir geben den Schnittlauch und die Frühlingszwiebeln dazu. Heben auch die mit unter. Oh, riecht das herrlich. Es riecht richtig lecker. Oh, ich freue mich schon so drauf. Jetzt lassen wir das Ganze so lange kochen, bis die Lasagneplatten durch sind und geben dann den Spinat noch mit rein und lassen den noch mal kurz Temperatur ziehen. Ruhig gelegentlich in der Zeit mal umrühren. Oh, ist das lecker. Uhu. Hammer. Die Nudeln sind jetzt gar. Wir gucken noch mal rein. Rühren es noch einmal durch. Noch richtig schön Temperatur. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt geben wir auch direkt den Spinat mit rein. Heben den jetzt vorsichtig mit unter. Jetzt, wo wir den Spinat untergehoben haben, können wir den Dutch Ofen von den Kohlen nehmen. Und es geht endlich ans Verkosten. Das Beste zum Schluss, es geht ans Verkosten. Guck mal hier. Und los geht's. Die Tagliatelle, die ich gerne benutzen wollte, die bekommt man leider nicht immer in glutenfrei. Deswegen habe ich es mit Lasagneplatten gemacht. Ihr könnt es natürlich auch mit jeder anderen Nudelsorte machen. Jetzt wird gekostet. Riecht so lecker. Mmh. Schmeckt so lecker. Ich muss gleich nochmal kosten. Das ist der Hammer. Wirklich richtig lecker. Also mein Fazit. Er schmeckt richtig lecker. Wie ihr seht, auf meinem Kanal kann man auch mal was ohne Fleisch machen. Richtig, richtig lecker. Das ganze Rezept hier ist gluten- und laktosefrei. Ihr solltet es unbedingt nachmachen. Wenn ihr es nicht nachmacht, verpasst ihr wirklich was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich auch sehr gerne. Damit unterstützt ihr mich, damit stärkt ihr meinen Kanal. Es kostet euch aber überhaupt gar nichts. Schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video und Dankeschön. Genau das Richtige bei dem Wetter.